Wir kommen jetzt nochmal auf den Plattenkondensator zurück. Wir werden nochmals einen Plattenkondensator konstruieren und simulieren, diesmal auf eine etwas andere Art. Ich wähle wieder mein Potentialarray, setze den auf 200 mal 200 Pixel und diesmal behalte ich die Spiegelsymmetrie bezüglich Y bei und auch die Erweiterung, die zylindrische Erweiterung, also die Rotation aller Elektroden um die X-Achse um 360 Grad. Das habe ich definiert und bestätige das mit OK. Dann muss ich in das Menü Modify gehen, um mein Potentialarray mit Leben zu füllen. Ich wähle mal eine Elektrode mit 500 Volt, wähle als Form die Box aus und kann hier auf der linken Seite eine Box definieren, die ich jetzt auf 500 Volt Potential setze. Dann wähle ich eine zweite Elektrode, die soll auf minus 500 Volt sein und die erscheint hier rechts. Ich setze wieder auf Replace und dann habe ich meine zweite Elektrode. Wenn ich unten links in der Zeile schaue, dann sehe ich, meine linke Elektrode ist tatsächlich auf 500 Volt, die rechte Elektrode ist auf minus 500 Volt und alle grünen Punkte sind noch auf 0 Volt. Die muss ich jetzt berechnen, also die Laplace-Gleichung lösen. Deswegen verlasse ich das Menü und bestätige unten links mit OK. Löse die Laplace-Gleichung, indem ich hier Refine aufrufe und bestätige unten links. Dann ist die Laplace-Gleichung gelöst und schaue mir das Ergebnis an. Wir haben wieder einen Plattenkondensator mit linker und rechter Platte. Und wir interessieren uns jetzt für die Potentialkonturen und wir haben jetzt mal 10 Äquipotentiallinien, die auch alle äquidistant sind, wie wir es für einen Plattenkondensator erwarten, wie wir es auch vorher schon mal gehabt haben. Nur, ich möchte jetzt mal die 3D-Ansicht dieses Kondensators anschauen und wir sehen, durch die Symmetriefunktion, die wir gewählt haben, haben wir einen Plattenkondensator, der aus zwei kreisförmigen Scheiben im entsprechenden Plattenabstand, den ich durch den X-Abstand der Platten gewählt habe, definiert ist. Also auch hier habe ich einen Plattenkondensator. Ich sehe, das Potential hat einen konstanten Gradienten, das heißt, das elektrische Feld im Plattenkondensator ist homogen. Diese Zylindersymmetrie ist in ionenoptischen Komponenten sehr beliebt. Häufig wird in der Tat eine zylindersymmetrische Geometrie von Elektrodenanordnungen gewählt und deswegen ist diese Symmetrieeigenschaft, die man hier auswählen kann, kommt durchaus häufig zum Einsatz. Das ist also ein weiteres Beispiel des Plattenkondensators, den ich auch im Dreidimensionalen anschauen kann und ich erhalte wieder den konstanten Gradienten im Potential, äquidistante Äquipotentiallinien und eben dadurch ein konstantes elektrisches Feld in dem Kondensator.